Moin, moin, liebe Zuschauer und willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei mir, dem Schokobomber, mit Let's Play Grandia, dem HD Remaster auf der Switch. Und ja, leider muss ich schon mal eins vorwegnehmen. Ja, es ist schon wieder mittlerweile der zweite Versuch, diese Aufnahme erfolgreich zu gestalten. Beim letzten Mal gab es leider ein paar tontechnische Probleme seitens, ja, meinerseits, wie dem auch sei. Das Problem war, ich hatte nur die Stimmtonspur halb drauf, nur rechts, links war irgendwie, ja, Problem. Und ich habe gemerkt, weil ich ja mein PC noch ein bisschen verbessert habe, hey, vorne beim Anschluss ist der Stecker nicht richtig drin gewesen. Und ja, ne, Dummheit wird bestraft, so sieht's aus, naja. Und unter anderem gab es wohl leichte Wackelkontakte, die mich erst darauf hingewiesen haben im Endeffekt, worauf ich sehr, sehr viele Unterbrecher und blöde, ja, tontechnische Momente auf der ganzen Aufnahme verteilt hatte. Wo ich mich entschieden habe, komm, das machen wir nochmal. Naja, sei es drum. Ja, beim letzten Mal sind wir dem Soldatenfriedhof erfolgreich entkommen, ja. Und Justin hat endlich seinen Energietalisman, den wir auch so schnell erstmal nicht wieder, ja, wie soll ich sagen, ablegen werden. Der wird noch sehr, sehr von Nutzen sein, wie wir noch herausfinden werden. Ansonsten, ja, so haben wir die letzte Aufnahme verlassen, genau. Ja, wir sind auf dem Weg nach Lane, Mildas Heimatdorf, und müssen uns jetzt durchs Brinan-Plateau oder Gebirge schlagen. Hier gibt es viele neue Gegner, unter anderem diese Kollegen hier. Das sind die Schneekeiler. Im Original waren es, meine ich, die Schneeschweine, aber gut, lassen wir mal gelten. Web, du, ja, nutzt deine Feuerzauber. Weil, da wir in einem Gebirge sind, haben diese Schneemonster wahrscheinlich alle große Schwächen gegen Feuer. Ja, Meteoritenschlag nehmen wir doch gern. Ja, das klappt schon mal ganz gut. Fina kann mal ihre Feuerpeitsche benutzen. Trifft drei und die überleben das fast gar nicht. Bis gar nicht. Und ja, so könnte es eigentlich weiterlaufen. Geben ungefähr 300 Punkte und Geld. Kann man mitarbeiten. Ja, Web hat den Meteoritenschlag gleich schon gelernt. Es hat nur ein Kampf gefehlt. Das hat mehrere Gründe. Ich habe euch nämlich, glaube ich, einiges noch zu erzählen. Also, Web hat erstmal den Meteoritenschlag gelernt. Ne? Mit Level 15 auf Erde und 13 jetzt auf Feuer. Sehr cool. Ja, ich würde sagen, wir arbeiten aber trotzdem erstmal mit Feuer weiter, damit er noch den Flammenschlag lernt. So, hier liegt ein dicker Pottich Geld. Und hier sind die zweiten Gegner von diesem Dungeon, die Gebirgsaffen. Ich weiß gar nicht mehr, was es im Original war. Vielleicht Schnee. Das andere waren die Schneeschweine. Ja, lassen wir einfach Gebirgsaffen gelten. Die haben ein bisschen mehr HP, 330. Und sind manchmal auch ein bisschen stärker. Aber auch nur ein bisschen. Alles noch im Rahmen. Ja, mal gucken, ob die überhaupt das Flammengeschoss überleben. Nein, das tun sie natürlich nicht. Und sie droppen ein Mikroma jeweils. Wow, und die geben echt viel Geld. Also dafür, dass sie zwei Geld gegeben haben, 400 Gold, kann man mitarbeiten. Also die Affen mag ich lieber. Ja, was ich noch erzählen wollte. Ich war mit Web, oder, naja, nicht nur mit Web, mit allen aus unserer Truppe natürlich, zwischen den Aufnahmen nochmal im Traumschloss. Ja, wo wir den Geist des Lords besiegt haben und den Fluch gebrochen haben. Denn es gab ja im Keller, wo wir die Zombies bekämpft haben und die Salamander, da gab es eine
Wand mit Stacheln. An der habe ich noch ein wenig trainiert. Mit Webs Wasserzaubern. Und habe diese so weit gelevelt, das habt ihr wahrscheinlich gerade schon gesehen, dass er jetzt alle Wasserzauber gelernt hat. Die drei, die es ja sind. Und damit haben wir das Thema Wasser eigentlich erstmal vom Tisch. Würde ich so behaupten. Hey, und mir das Level 37 nun. Das ist doch auch schön. Wenn man bedenkt, dass wir sie mit 35 im Team hatten. Ja, Web. Ne? Level 21. Sprich, er hat jetzt Allheilen 3 oder Allheiler Plus. Und braucht erstmal kein Wasserlevel mehr. Dann habe ich noch eine Gruppe Zombies im Keller mitgenommen, weil die musste ich dafür aus dem Weg räumen. Da habe ich noch ein bisschen Erde trainiert, deswegen hat er jetzt schon den Meteoritenschlag gelernt. Deswegen ist jetzt erstmal der Feuerzauber an der Reihe. Ja, und das Schwert könnten wir dann auch bald wieder trainieren. Gucken wir mal. Bei Milda ist es erstmal uninteressant. Und bei euch beiden eigentlich auch. Ja. Gut. Ich weiß nicht, war das schon alles, was ich sagen wollte? Wir gehen erstmal den Weg hier. Hier sind keine Gegner mehr. Hier ist aber so ein zugefrorener See, wo sehr viele Gegner drauf rumrutschen. Den widmen wir uns gleich. Hier war ja nur Geld. Denn wir hatten ja noch mehrere Wege. Hier vorne, bei dem Eis. Wir konnten ja auch noch links lang vom Speicherpunkt. Noch mehr Schneeschweinchen. Ja, weil ich habe die Chance gleich genutzt. Denn so haben wir das vom Tisch. Und es hat auch nur 10 Minuten gedauert, also das Trainieren mit Web, das war eigentlich ein Kinderspiel. So, noch einmal den hier. Ja, das war nicht so toll. Ist Web dem einem gerade ausgewichen? Das ist natürlich auch interessant. Obwohl er zaubern wollte. Die Schneeschweine sind eigentlich nicht so interessant. Die haben allerdings einen sehr interessanten Angriff. Die können nämlich um Hilfe rufen. Sprich, wenn es denen mal zu brenzlig wird oder wenn die mal Lust und Laune haben, dann rufen die gerne ein paar Kollegen zur Hilfe. Wie die Schleimbälle damals in den Romorinen, nur dass die sich geteilt haben. Können die einfach neue Gegner spawnen lassen quasi. Und dann hat man rucki zucki, ich glaube, statt 4, 6 oder 8 Gegner auf dem Feld. Das ist dann schon eine Ecke gefährlicher. So, den Energietalisman lässt Justin den Drachenspalter ganze 4 Manun ausüben. Das ist sehr, sehr, sehr nützlich. Vor allem fürs Training, wenn ihr bedenkt, ne? Wie viele Erfahrungspunkte dieser Angriff gibt. So, erstmal wieder Mikaroma und ja, 50 für die Waffe und 25 für die Zauber. Das ist ein bisschen viel. Aber nehme ich gern. Sage ich nicht nein. So, hier haben wir eine Hemmungswallung. Plus 2 Verteidigung für die ganze Gruppe. Quasi ein doppeltes Graben als Gegenstand. Definitiv was für den Koffer. Hier haben wir noch mehr hinterhältige Gebirgsaffen. Ich würde sagen, da kann Fina noch mal wohl. Wir müssten mit ihr nicht noch die Windzauber ein bisschen trainieren. Obwohl Feuerzauber. Na, wir machen auch mal mit ihr eine Flammenfackel. So geizig sind wir jetzt ja auch nicht. Und den Rest, ja, machen wir einfach so. Das ist ja eigentlich nichts Erwähnenswertes. Ja, ich hoffe, bei dieser Aufnahme klappt diesmal alles. Ja, ist ziemlich blöd gelaufen, aber ja, man lernt nie aus. Und es ist irgendwie auch bei jedem Let's Play so bei mir. Das ist, man kommt es mal wieder vor. Vor allem, wenn man irgendwie gebastelt wieder hat oder irgendwas am Umprobieren war. Zack, schon wieder irgendwas versaut. Naja. Erst habe ich gedacht, es liegt an meinem Headset. Dann habe ich mir nochmal mein anderes geschnappt. Ich habe
da zwei von. Aber das ist halt schon, das ist schon leicht verbogen und sitzt sehr unbequem. Dann nehme ich wieder mein altes. Ich meine, damit hat es ja auch bisher immer funktioniert, ne? Und solange ich mich nicht wieder irgendwelchen Kabeln verfange im Headset-Kabel, hoffe ich auf nichts Böses bei dieser Aufnahme. 100 Millionen Degrees, take that! Eins der Vorteile ist, ja, ich komme mal wieder mehr zum Hochladen, nicht? Noch ein Feuerlevel. Das geht richtig schnell mit Web, das muss man sagen. 32 durch ein Flammengeschoss, das ist nicht wenig. So, ja, auf diesem See hier wimmelt's von Gegnern. Wahrscheinlich, weil die nur noch hin und her rutschen und nicht mehr runterkommen. Aber das kriegen wir alles hin. So, Web könnte eigentlich mal den Feuerball machen. Jetzt brauche ich allerdings Wurfwaffen. Gut, machen wir eine Flammenfeuersäule, genau. 100 Millionen Degrees, take that! Und ich hoffe, wirklich dieses Mal, dass alles klappt. Ich habe ja immer noch so mein Mikrofonpegel nebenbei hier offen, um zu sehen, ob auch da nicht, ob da nicht wieder Feuer auf dem Anschlag ist und irgendwelche Störsignale kommen oder ob gar nichts kommt. Also, dass es immer so ein bisschen passt, nicht? Ja, genau. Dann noch eine hinterher. Da bin ich mittlerweile fast schon ein bisschen paranoid. Ist halt schon immer, ja. Weg ist die Zeit verschwendet quasi. Weil man es halt eh nochmal machen muss. Das ist halt das Blöde so ein bisschen, wenn man Let's Plays aufnimmt. Man muss das wirklich so ein bisschen im Auge behalten. So, kommt der! Aber nicht in den Hinterhalt, bitte. Ja. Schauen wir mal, was die so vorhaben. Sie lähmen uns. Und die anderen wollen uns auch leben. Und cool. Web, mach doch mal ein... Ja, genau. Fina war doch schon gelähmt. Wisst ihr was? Das geht mir alles so ein bisschen auf den Sack hier mit euch. Ihr werdet kurzerhand gespalten einfach. Ende Gelände, aus die Maus, weg mit euch. So. Genau deswegen brauchen wir diesen Energietalisman, um jeden Hinterhalt quasi entgegenzustehen mit dem Drachenspalter. So, hier sind noch ein paar. Drei oder vier Gruppen. Schauen wir mal. Und wie weit wir heute machen, das würde ich mal sagen. Ja, oder wie weit wir kommen. Ich habe da so eigentlich keine... Ach, wisst ihr was? Komm, weg mit euch. Ja, ich habe gerade noch ein bisschen überlegt, was ich mache. Ich denke mal, wir werden heute nicht viel weiter kommen als bei der letzten Aufnahme. So zeittechnisch auch und sowieso. Dann kann man wieder einen guten Schnitt setzen, finde ich. Ja. Eine Truhe mit Steigeisen. 18 Verteidigung und 10 Bewegung. Hört sich erstmal nicht schlecht an. Können die irgendwer gebrauchen? Also bei Justin geht die Bewegung schon extrem runter. Das würde ich ganz gern vermeiden. Aber bei Web würde das natürlich nur Vorteile bringen. Ja, ich weiß nicht. Ja, aber ich würde das erstmal bei Fina belassen. Die Steigeisen, weil sie hat die geringste Verteidigung. Und von der Bewegung her kann sie sich es leisten. Web braucht nicht noch unbedingt mehr. Da er schon über 100 ist mit der Bewegung. Das ist eigentlich mehr als genug, um schnell unterwegs zu sein. So, ihr alten... genau, jetzt kann Web mal den... Bumpau-Zauber machen. Justin. Ja. Ich denke, das werden die eh nicht überleben. Smash in the bits.
Ach ja, Web lernt auch genau. Was ist da rechts für ein Glitch? Der ist nicht unbedingt ungesehen geblieben, der Glitch. Ja, durch das Training von Webs Wasserzaubern lernt er auch noch einen Waldzauber in nicht allzu fernen Kämpfen. So, sind hier überhaupt noch Gegner? Ja, da sind sie. Kommt her. Ich krieg euch. Auch wenn ihr schnell seid. Ich weiß nicht. Mal warten wir, bis Web kommt. Dann kann er noch mal einen Boom-Pow setzen. Fina scheint irgendeinen Gegner kritisch angegriffen zu haben. Das haben die sogar überlebt, okay. Na gut. Die Gebirgsaffen haben, glaube ich, eine Spezialtechnik, die heißt Schneeballwurf oder so. Kann man ungefähr mit den Steinmännern oder mit den Eisengiganten vergleichen. Ja, geht auf einen Gegner, glaube ich, und verletzt ihn sogar gar nicht so unwesentlich. Gut, gehen wir jetzt dem Kompass wieder nach. Jetzt sind hier, glaube ich, keine Gegner auf dem Eis mehr. Hier oben sind noch welche. Aber ich glaube, hier auf den Wegen, genau hier, diesen Eiskristall haben wir zerstört, da ist nichts mehr, da waren wir schon. Also haben wir, glaube ich, nur noch diesen einen Weg übrig. Dann gehen wir den auch. Und ich meine, das ist hier auch... Naja, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber... So einen versteckten Weg sehe ich jetzt hier nicht. Das Problem ist, das erkläre ich euch gleich, wenn wir das Problem sehen. Erstmal machen wir euch alle. Ich habe mir heute Morgen auch beim Essen ungemein auf die Lippe gebissen. Also, falls ihr irgendwelche komischen Geräusche hören solltet. wundert euch nicht. Das bin nur ich, der vielleicht mit meinem Mund etwas am Schmatzen ist, weil meine Lippe noch etwas wehtut. Ja, sehr blöd. Aber irgendwie ist momentan auch die Pechsträhne nicht mehr zu entkommen, finde ich bei mir. was wollte ich mit Justin machen? Weiß ich nicht. Boom-Pow ist schon drinne, deswegen, das wird die, glaube ich, vernichten. Ja, ansonsten hoffen wir mal, dass wir trainingstechnisch auch so weit kommen wie in der letzten Aufnahme. Das kann ich jetzt allerdings noch nicht versprechen. So, dann gucken wir mal kurz hier rein. Genau, da ist eine Sackgasse, da lag das Geld. Also können wir eh nur hier weiter. Ist das jetzt ein Hinterhalt? Nein, Glück gehabt. Und da Milda fast als erstes dran ist, würde ich fast mal sagen, kann sie auch mal ihren Splitter machen. Dann haben wir den heute auch mal gesehen. Das haben die sogar überlebt. Okay, na gut, die haben auch nur eine Feuerschwäche. Alles andere... da sind die ziemlich neutral gegen. Also weder schwach noch stark. Ja, die geben halt wirklich gut Geld. Ich meine, dass es meist immer nur 3 oder so Geld geben. Oder Mika Roma. Was aber eigentlich auch nicht verachtbar ist, weil das ein sehr wertvoller Gegenstand eigentlich ist. Kommt dem Geldwert ungefähr nahe. Ja, und hier geht es schon zum zweiten Bereich vom Brinam-Plateau, was ich eigentlich noch nicht betreten wollte. Denn da waren ja noch Gegner im letzten Bildschirm. Und zwar genau hier. So. Und meine Frage ist jetzt, wenn ihr gerade oben links hingesehen habt, da waren noch Wege. Problem ist, da kommen wir nicht hin. Da habe ich in der letzten, ja, zerstörten Aufnahme schon eigentlich auch versucht, irgendwie hinzukommen. Weil das hatte ich so gar nicht mehr in Erinnerung, dass da noch Wege waren.
Weil da waren unzerstörte Eiskristalle. Eigentlich muss man die alle zerstören, aber ich weiß nicht, ob man erst später hin kann oder ob das rausgeschnitten wurde aus dem Spiel. Durch das 16:9 Format sieht man halt sehr viele Sachen, die man vorher nicht gesehen hat. Auch durch die höhere Auflösung, so detailtechnisch, aber das verwundert mich doch sehr. So, erstmal nehmen wir den Samen hier auf. Das ist ein Kraftsamen, eine Stärke für eine Person. So, und genau diese Stelle da, die ihr seht, die meine ich. Da ist noch so ein Kristall und hier sind noch Wege. Aber ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Ich glaube ja mal ganz stark, dass das rausgeschnitten wurde. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Sprich, irgendwo bricht jetzt hier gleich was ein, eine geheime Höhle.